willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute neue Eröffnung vom Action. Ist das überhaupt heute? Oder war das gestern? Kennt ihr Action? Da gibt es einen gratis Beutel, wenn du beim Neueröffnungstag reingehst und einkaufst. Ich will noch eine Forschung machen, das zeige ich euch gleich. Jetzt haben wir aber ein Auto entdeckt, das muss ich euch mal zeigen. Das sieht ja richtig genial aus. Wenn du hier nämlich reinguckst, seht ihr das? Da sind einfach Sturmhauben drin. Hui, das sieht ja aus wie MC Ramses im Battle-Turnier in seiner Hochphase. Ne? Und das ist nicht nur beim Fahrersitz, das ist auch beim Beifahrersitz. Man erkennt es halt schlecht. Ich hoffe, man erkennt es hier besser. Ja, da der Fahrer, ne? Und der Beifahrer und beide Sitze sehen so aus. Das ist super, das fällt auf. Den Humor nehme ich gern mit. Wir laufen jetzt zum Action. Gucken mal, was es da gibt. Jonas, Schatz, alles Gute. Wo willst du denn hin? Bibi. Die. Genau. Und dann noch die Forschung machen. Danke übrigens an Gossig66 für das Ticket für die Forschung, wo man einen Koalelu-Rucksack gratis bekommt. Den aber gleich. So, für alle, die nicht wissen, was ein Action ist, das ist ein Action, steht Action da. Maria hat gerade gefragt, ist das ein deutsches Wort? Ich kannte bisher nur einen Suhl. Jetzt hat hier in Meiningen einer aufgemacht, deswegen weiß ich es ja jetzt schon wieder. Da muss ich rein. Jetzt hat in Meiningen einer aufgemacht, da gucken wir mal rein. So, kommst du rein. Das Erste, was hier ins Auge sticht, ist gleich wieder diese super geniale Tabasco Sriracha Soße. Ihr wisst ja, ist Sriracha Soße eigentlich Flying Goose. Aber auch die Tabasco Brand hat eine Sriracha Soße für 2,89 €. Finde ich eigentlich ein guter Preis. So, das Muttertier hat sich jetzt gleich hier noch so eine Partykette mitgeholt, weil die ja so ein richtiger Party-Animal ist fürs Carboard. Hier natürlich matt, bunt. Ein Regal weiter habt ihr die nächsten Soßen. Hier auch wieder ein Set mit 3 Hot Sauces. Die werde ich, glaube ich, mitnehmen. Big Jeff kenne ich vom Hannes. Da hat er mir mal eine Soße besorgt. Das ist die einzige Schafe, die es hier gibt. Die anderen sind wieder anders. Und das, Saucy, das haben wir auch schon mal gehabt als Hot Sauce Variante. Aber das fand ich mega abartig. Also davon würde ich gar nichts probieren. Aber hier dieses Set nehme ich, glaube ich, mal mit. Und die Big Jeff, die nehmen wir auch mal mit. So, so sieht es dann aus, wenn man fertig ist. 3 Actionbeutel, weil Marie hat ihr es in einem Beutel gekriegt. Zack, das Muttertier hat ihr es in einem Beutel gekriegt. Müssen wir mal gucken hier. Zack, alles für die Party, ganz viele Teller. Und Sandra hat ihr es in einen Beutel gekriegt. Da ist vor allem noch Mülleimer drin für Jonas. Sandra wollte Disney, wir haben jetzt hier einfach Spider-Man genommen statt Mickey Mouse und hier haben wir auch noch irgendwelche super Hot and Spicy Limited Edition Nudeln bekommen und hier gibt es irgendwie noch so Sriracha Rings als Chips, die sehen auch genial aus und hier diese Toxic Waste ist ja eigentlich was richtig Saures, gibt es Slush-Eis in so einem Beutel, was du einfrieren musst und dann essen. Das kann man aber bestimmt auch einfach so trinken, denn da sind auch 3 verschiedene Sorten drin, die möchte ich mal probieren. So, jetzt müssen wir aber die Forschung zeigen, damit hier auch noch Pokémon drin ist. So, ich habe euch jetzt hier auf die gelbe Mülltonne gestellt. Es riecht ein bisschen streng, aber egal. Das ist ein guter Spot, da hat man seine Ruhe, da kann man kurz mal die Forschung zeigen. Ich habe einen Screen gestern gemacht. Da stand da, befristete Forschung, schlummernder Sand. Das ist die Ticketforschung und weil die nicht jeder hat, nur die, die sich das Ticket kaufen, danke an Gossig, möchte ich die zeigen. Fange 20 Pokémon, lande 5 gute Würfe, verwende 5 Beeren beim Fangen von Pokémon, mache 5 Schnappschüsse von deinen Pokémon. Unten gibt es einen Encounter und einen Koalilu-Rucksack. Das ist ja der Screenshot. Hier gehen wir mal rüber direkt ins Spiel. Grüße an Eden. Hyperfreunde, 50.000 Glücksei braucht man nicht. Wir können aber jetzt hier das mal abholen von Schlummernder Sand. 2000 EP, 10 Bälle, 2 Bären, 500 Staub. Was ist jetzt hier für eine Belohnung drin an Pokémon? Was ist auf der zweiten Seite? Das wollen wir jetzt rausfinden. Den Koalilu-Rucksack müsste ich dann auch gleich anlegen. Und hier ist ein Koalilu drin mit 1000 noch was WP. Das kann ja jetzt in dem Event auch Shiny sein. Erstmals, das gab es bisher noch nicht als Shiny. Jetzt kann es dann Shiny sein. Es ist auf jeden Fall mega warm. Es ist heiß, es ist brutal. Die Sonne brennt dir auf den Arm. Ich versuche das heute jetzt hier fertig zu machen. Ich hoffe, das passt. Kommt drauf an, was auf der zweiten Seite ist. Das hat auch nur
2 Sterne und auf der zweiten Seite haben wir: Fange 30 Pokémon, lande 5 großartige Würfe, verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon, mach 10 Schnappschüsse von deinen Pokémon. Das ist die zweite Seite, die müssen wir jetzt noch lösen, dann können wir das auch abholen. Hier bei der Sammlerherausforderung muss ich noch einen Sangabu entwickeln und Traumado fangen und entwickeln. Ich habe nämlich keins und der Rest, das ist wieder ein anderes Video, das geht uns jetzt nichts an. Wir können kurz aber schon mal schauen, dass wir den Rucksack anlegen können. Wenn wir auf Schrank gehen, aktuell, wo ist denn das drin? Das ist dann bei, wir gehen einfach mal, wo sind hier Rucksäcke? Accessoires, Gürtel, Handschuhe, Halsketten, Masken, raff ich nicht. Ich gucke in Ruhe mal, wo der Rucksack ist und dann werde ich den Rucksack anlegen und melden, wenn die zweite Seite fertig ist. So, wir waren jetzt noch einkaufen, wir stehen jetzt hier beim Rewe Parkdeck. Ihr kennt das vielleicht. Die habe ich euch schon mal gezeigt, weil hier oben sind überall diese Käfig-Matches von der WWE verteilt. Hier habt ihr noch das Glas-Match, ne? Das ist noch nicht offiziell, deswegen gab es da noch keine Auflage, aber irgendwann wird WWE Glashaus, ne, als Pay-Per-View angepriesen. Da glaube ich fest dran, da sitzen dann alle im eigenen Glashaus und sollen mit Steinen werfen, also das ist ein richtig cooler WWE Pay-Per-View. Also Premium Live Event heißt das ja jetzt. Wir haben jetzt die zweite Seite hier noch fertig. Es ist halt wieder komisch, aber wir haben es fertig und wir müssen jetzt abholen nochmal 3000 EP, 15 Pokebälle, 2 silberne Sananabären, 1000 Staub, eine Begegnung mit wahrscheinlich Relaxo, mit Schlafmütze, was scheidig sein kann. Hä? Nee, es ist halt Bummels mit Visier, mit Visor. Stimmt, Relaxo war ja in der Sleep-Forschung noch, die es jetzt auch gibt, wieder, wenn man aber das Go Plus irgendwie verbindet. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe gestern mein Go Plus gesucht. Da war der Akku leer, das musste ich dann erstmal laden. Dann konnte ich es aber irgendwie nachts nicht verbinden, um den Schlaf zu tracken. Deswegen, das muss ich mir heute in Ruhe mal angucken. Das Bummels hat 2 Sterne. Weil es ein Visor hat, machen wir mal kurz ein Häkchen dran, aber wahrscheinlich werde ich das auch irgendwann wieder verschicken. Dann haben wir, was haben wir noch? Ja, nix. Das war der Rest. Hä? Das war unten der Rest von der Forschung, aber ich habe es mittlerweile geschafft, meinen Koalilu-Rucksack anzuziehen. Ich hätte einfach nur direkt auf Schrank gehen müssen. Und hier ist doch die Kategorie Rucksäcke. Und wir hatten erst den von Agoyon, das war auch in einem Ticket, glaube ich, drin. Und jetzt haben wir halt den Koalilu-Rucksack. Der hängt da hinten dran. Und das alles dank Gothic 66. Deswegen steht da ja auch als Buddy-Name dran. Danke an Gothic. Grüße gehen raus an den Rest. Habt ihr euch die Forschung gekauft mit dem Ticket? Habt ihr euch den Koalilu-Rucksack gegönnt? Habt ihr vielleicht sogar einen Shiny Bummels aus der Forschung bekommen? Oder einen Shiny Koalilu? Oder habt ihr es wild bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Ich muss mal gucken, dass ich dann mit der Sleep-Forschung noch ein kleines Video mache. Und vielleicht irgendwann auch mal ein Gewinnspiel, wo ich die ganzen Schlafrelaxos verlose an die Leute, die vielleicht keine Schlafrelaxos haben. Weil ich kriege ja hier eins. Dann, da kann ich ja die 5 vielleicht weghauen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es rein. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.